Und heute geht es um unsere Model Morning Routine. Genau, das machen wir heute. Und Fatma, du sitzt schon mit Spülung in deiner Haare. Ja, ich habe schon die Spülung reingemacht. Und zwar die von Aveda gegen Frizz, gegen trockene Haare, weil meine Spitzen doch schon sehr leiden. Hi. Wir fangen an mit unseren Pflegeprodukten. Pflege ist richtig wichtig. Also erstmal Pflege und danach einfach ein kleines Make-up-Look. Also ich benutze das, was ich letztens benutzt habe, dieses G-artige von Shiseido. Also ich habe auch meine von Shiseido. Oh, ich liebe die, die ist so... Ich liebe deine auch. Ein bisschen. Let's... Ja, ich gebe dir meine... Switch ein bisschen. Ja, ach so, nach oben. Oben, ja, ich habe auch eine. So geohnt, anti-aging. Hast du eigentlich in deinen Folgen geguckt? Klar habe ich das so. Weißt du, was eigentlich immer so jeden interessiert? Ah ja. So Hintergrundwissen, was passiert so, was die Leute nicht sehen. Eine Sendung besteht aus 3 Tagen, die man dreht. Das besteht meistens aus Casting oder Challenge. Ein Shooting und dann die Entscheidung. Also 3 Drehtage für eine 90-minütige Folge. Genau. Ja, und dann drehen die das alles und packt das rein in sowas eine Stunde. Und was benutzt ihr jetzt? Ich werde jetzt meine Niacinamin benutzen, kurz auf dem Pickelchen. Aber wie war das so für dich? Also hattet ihr viel Freizeit oder? Bei uns war es so, wir haben nur gedreht. Und wenn wir nicht gedreht haben, waren wir immer noch nur in die Villa. Mhm. Also wir hatten wirklich wenig Freizeit. Aber diese Freizeit, die wir hatten, war wir nur bei der Villa. Also das war ein bisschen traurig, weil viele von den Mädels, ich war in Los Angeles schon früher, aber viele von den Mädels waren nicht in Los Angeles. Und die haben gedacht, oh, wir können alles sehen und alles machen. Aber das ist wirklich, Leute, wirklich, man geht dahin und man dreht. Bei mir, Moment. Bei mir war es, ich hatte schon viel Freizeit, muss ich sagen. Wir waren richtig shoppen, wir waren am Strand. Ja. Klar, es gab auch Tage, da waren wir 3 Tage lang nur in der Villa. Und aber wir hatten so einen schönen Ausblick. Irgendwie war es auch schön, ein bisschen sich zu entspannen. Wir haben uns gegenseitig mal massiert. Die das Mädels untereinander. Bei uns war das viel Drama. War nicht so oft gezeigt, aber bei uns hat richtig viel passiert. By the way, ich benutze jetzt auch die Foundation von Born This Way von Too Faced. Übrigens sehr toll, weil man die sehr gut aufbauen kann. Ja, und sehr deckend. Ja. Aber ich hatte eine Situation, weil ich war einfach so, oh mein Gott, nein, das hier geht nicht mehr. Ich hatte diese Telefonzimmerzeit. Einige Mädels hatte Streit unten und die haben das einfach nach oben mitgebracht und ich versuche hier zu telefonieren. Nein, dass so die andere Mädels versucht zu telefonieren. Ja. Ich war die nächste dran und die schreien einfach hinter diese Tür. Bei mir ist einmal jemand nicht rangegangen und dann durfte ich nicht mehr telefonieren. Das war, ich war so traurig, da waren wir in Australien. Aber das ist auch so, Leute, ihr müsst verstehen, diese Zeitverschiebung. Oh ja, das war krass. In L.A. sind wir wir haben angerufen um 5 Uhr morgens. Ich benutze hier übrigens wieder von Benefit mein Goofproof Brow Pencil. Und von Anastasia Beverly Hills. Also damit könnt ihr die Augenbrauen hochbürsten. Und die sitzen dann einfach richtig gut. Ich werde jetzt die Nice Concealer benutzen und concealen. Übrigens keine echt, also große Empfehlung von mir, Anastasia Beverly Hills. Oh, ein schöner Berry-Ton und der hält den ganzen Tag. Ja. Ich hatte ihn wirklich den ganzen Tag drauf. By the way, ich mache gerade meine kleine Contouring mit der Hoola Caramel. Ich mache gerade mit der Naked Heat Palette. Das ist so eine kleine Mini-Palette. Ich benutze hier diesen Hot Spell Ton. So ein leichter bräunlicher Ton. Einfach nur so ein bisschen Schatten reinzubringen. Ja. Und jetzt werde ich auch ein bisschen von die NARS Blush nehmen. Ich liebe diese Blush. Ich nehme die Bare Sex Mascara von Too Faced. Ich habe die auch. Schöne die auch. Die ist so gut. Also wirklich kann. Aber wie fandest du so die Shootings? Gut, also interessant. Man macht sowas halt nie. Man macht sowas eigentlich im normalen Modelleben nicht. Die sind ja ein bisschen extrem. Wenn man die Modelbuch vergleicht mit einem, lass uns sagen, einem normalen Modelbuch wie meine, ist das richtig so, oh mein Gott, du bist einfach ganz rot in deinem Körper und Gesicht. Ja. Sitzt du auf einem Planeten sowas. wir hatten ein Casting, das war so lustig. Und da waren noch normale Mädchen dabei, die normale Bücher hatten. Und dann gucken die so in uns und so. Interesting. Weil das wirklich so ganz extreme Shootings waren. Ich mache ein bisschen hier gerade in meine Augenecken hier Actions. Mache ich ein bisschen von meiner Bronzer rein. Ich werde mir jetzt die Haare ausspülen, weil die Spülung schon echt lange drin war. Okay. Ich werde meine Lippen machen. Und Übrigens habe ich den gleichen Duft wie die Kerze, die ich im letzten Video hatte. Deine Rituals? Ja, ich liebe das. Das ist Ritual aus Sakura. Das ist mein Lieblingsduft einfach. Ich gehe mir jetzt die Haare auswaschen. Okay, ich werde meine Lippen hier anmalen. Was will ich sagen? Okay, Leute, ich werde jetzt meine NARS Lip Liner benutzen. Rose Bud. Die habe ich auch in einem anderen Video hier benutzt. Sie ist super gut. Und Vater ist wieder back mit ihren gleichen Haaren. Back on track. Genau. Ja. Und ich habe auch meine Haare ein bisschen gestylt. Und ja, das war alles für dieses Video. Und dann sehen wir uns einfach nächstes Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.